Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir sind heute in Seekirchen. Es geht um das Stichwort S-Mobil. Gary, was versteckt sich denn dahinter? Da versteckt sich ein Konzept, bei dem Leute auf ihr eigenes Auto verzichten und ihr Mobilitätsbedürfnis über ein Carsharing-Modell abdecken, das mit der E-Mobilität natürlich ein ganz besonders spannendes Thema ist. Und das schauen sich unsere beiden E-Profis Harry und Gary heute ganz genau an. Harry trifft David Knapp von S-Mobil und Gary schwingt sich mit einem E-Carsharer ins Auto. Wenn euch E-Carsharing gefällt, dann lasst uns euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. E-Carsharing funktioniert im Salzburger Flachgau ganz einfach. Man schließt sich einem Verein an, dieser hat mehrere Autos, die sich alle Mitglieder gegen ein niedriges Entgelt ausleihen können. Damit können sich viele Salzburgerinnen und Salzburger ein eigenes Auto oder zumindest ein Zweitauto sparen. Beim Verein S-Mobil ist dafür momentan ein waschechter Franzose im Einsatz. Der Peugeot E208 wiegt 1530 Kilogramm und hat eine WLTP-Reichweite von 362 Kilometern. Der 136 PS starke Motor verbraucht 15,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, treibt den Franzosen zu einer maximalen Geschwindigkeit von 150 km/h und beschleunigt von 0 auf 100 in 8,1 Sekunden. Einer, der sein Leben ohne eigenem Auto schon umgesetzt hat, ist Benedikt Asen. Benedikt hat seit längerem kein eigenes Auto mehr und das trotz Familie mit kleinem Sohn. Wie das im Alltag funktioniert, möchte Gary genauer wissen. Ihr seid eine kleine Familie, wenn wir das verraten dürfen. Genau, wir sind zu dritt mit einem zweijährigen Buben. Und ihr habt euer Auto dann irgendwann einfach einmal verkauft und habt gesagt, jetzt stürzen wir uns in dieses Abenteuer rein. Genau, also im Prinzip war es so, wie wir uns kennengelernt haben, hat jeder sein Auto noch gehabt. Meine Partnerin hat ihr Auto dann gleich mal aufgegeben zugunsten des Carsharings-Modells in Kufstein. Und unser Auto dann in Seekirchen war dann, ja, ist immer öder geworden, hat immer mehr Schäden gehabt, ist immer mehr hingegangen. Der Knackpunkt war dann die hinnige Lichtmaschine auf der Autobahn in Anger und dann am Sonntag da einen Mechaniker finden. Und dann haben wir dann gesagt, wir geben es weiter. Haben uns dann noch kurz überlegt, dass wir sich ein Ersatzauto kaufen. Aber eigentlich haben wir dann gesagt, wir probieren es jetzt überhaupt mit Carsharing. Und ja, gesagt, getan. Und funktioniert ganz gut. Wobei man halt auch noch sagen muss, wir legen im Ort auch viel mit dem Radl zurück oder halt außerhalb vom Ort und haben beide auch noch das Klimaticket. Das heißt, wir fahren auch viel öffentlich. Welche Erfahrungen habt ihr jetzt in dem Jahr gemacht mit S-Mobil in Seekirchen? Eigentlich haben wir nur gute Erfahrungen gehabt. Wir sind sogar heuer in den Urlaub gefahren damit und haben das Auto auf dem Autoreisezug aufgepackt und sind in die Toskana gefahren. Und sind dann dort 10 Tage mit dem Auto und umgehen und dann wieder heimgefahren. Ist sicher jetzt nicht das Standardmodell, aber funktioniert ebenso. Wow, mit dem Elektro-Carsharing-Auto also auch gleich auf Urlaub. Respekt! Harry ist in der Zwischenzeit ins Stadtzentrum von Seekirchen gefahren. Hier trifft er David Knapp. David lädt noch schnell den Peugeot mit grünem Strom vom Greentech-Unternehmen Salzburger AG auf. Er ist Obmann und damit sozusagen der Cheforganisator von S-Mobil. S-Mobil ist ja eine neue Marke, auch eine Dachmarke, wenn man so will. Wir kennen unsere Initiative aus Hendorf. Wir wussten, dass diese Kirchner was gemacht haben, dass die Obertrummer was gemacht haben, die Seehammer. Was steckt denn hinter S-Mobil? S-Mobil wurde vor 1,5 Jahren neu gegründet, ist aber entstanden eigentlich aus dem Carsharing-Verein Seekirchen und unseren Nachbar-Carsharing-Vereinen. Seekirchen gibt es mittlerweile im 12. Jahr. Und wir haben einfach gesehen, dass wir uns zusammenschließen und nicht jeder das Rad neu erfindet oder sein eigenes System aufrechterhält, ist es einfacher, wenn wir Synergieeffekte nutzen. S-Mobil steht natürlich also auch ganz klar für E-Mobilität. Und das ist also mit deinem Eintreten in diese gesamte Community, hat es also richtig einen Schub gekriegt? Genau, das war mir wichtig. Carsharing als Einstieg auch für viele zur Elektromobilität. Wir sind gewohnt, Verbrenner zu fahren. Insbesondere auch jetzt nach der Klimadebatte und dem Ukraine-Krieg war mir das nochmal ein Thema, einen Schub auf Elektromobilität zu setzen.
Und wir machen sehr gute Erfahrungen damit. Und für viele Carsharing-Mitglieder ist es auch der Erstkontakt zur Elektromobilität. Es mag vielleicht am Anfang so, ich kenne mich nicht aus, was machen wir, wie funktioniert das? Aber wenn man einmal damit gefahren ist, sehen alle, dass es watschen einfach ist. Es ist eigentlich wie mit einem draufdrücken aufs Pedal und bremsen. Und das war's eigentlich. Ja, deckt sie mit unseren Erfahrungen. Wer einmal ein E-Auto gefahren ist, der gibt es sehr, sehr ungern also wieder her. Damit zurück zu Gary und Benedikt, denn auch für Benedikt war Carsharing der Einstieg in die Elektromobilität. Jetzt habt ihr ja nicht nur ein Abenteuer mit Carsharing gestartet, sondern gleich einmal die Maximalvariante Carsharing mit E-Auto. Wie sind da die Erfahrungen? E-Auto ist ja für viele das Thema Reichweitenangst und wie geht es mit dem Laden und wer lädt überhaupt und geht sich das alles überhaupt aus, wann es braucht? Wie geht es euch da mit dem Konzept? Also da haben wir eigentlich überhaupt noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Auch da ist die Angst, kommt man vor, relativ irrational. Also da gibt es ja den schönen Spruch, man kauft sich das Auto nach dem größten anzunehmenden Urlaub, der dann eh nie passiert. Muss mindestens 1000 Kilometer Reichweite haben, aber das ist sowieso illusorisch. Ich fahre das nie durch. Speziell auch mit Kindern muss ich eh Pause machen und dann lade ich halt das Auto dann auch gleich. Also das ist so... alles nur Organisationsfrage. Und jetzt nutzt du ja ein Auto, das vorher ein anderer genutzt hat, das vielleicht leer gefahren ist und dann erst laden muss. Ist euch das schon mal passiert? Nein. Kommt nicht vor? Nein. Speziell bei so Vereinen, da denkt man sich ja, also die Leute haben ja alle ein Commitment, die was da mitmachen wollen. Und man schaut einfach auf den anderen und gibt das Auto halt dann nicht leer zurück. Und soll es einmal passieren? Ja, nein. Dann ist das Auto auch schnell so weit aufgeladen, dass man es für seine Strecke problemlos nutzen kann. Die Autos von S-Mobil kommen vom Autohaus Gscheider. Die Fahrzeuge werden dabei alle 6 Monate getauscht und durch neue ersetzt. Gerade der Peugeot E208 ist meiner Meinung nach wirklich das perfekte Auto, was für die S-Mobil-Mitglieder zur Verfügung stellen kann. Bietet einfach von Größe, Platz, Reichweite, Ladekapazitäten das um und auf, was man braucht. Wir haben vom David mitbekommen, dass ihr, wie es um das E-Auto gegangen ist, in S-Mobil wart ihr Feuer und Flamme gleich dabei. Was war denn da der Grund dafür? In erster Linie sind wir absolut überzeugt von der Elektromobilität. Das ist einfach am Vormarsch, wir kommen alle nicht mehr drum herum. Prinzipiell ist es natürlich Thema, dass halt die Familien nicht mehr 2, 3 Fahrzeuge haben. Gerade in Seekirchen ist das ein gutes Beispiel. Es ist viel Zuzug, es wird viel gebaut, oftmals nur ein Parkplatz pro Wohnung vorhanden. Da ist die Alternative des Carsharings natürlich perfekt und da wollte man natürlich mit einsteigen. Das E-Carsharing wird aber nicht nur von Einheimischen gut angenommen. Unter den über 400 Mitgliedern sind auch viele Gäste mit dabei. Ja genau, wir haben Mitglieder sogar bis in der Steiermark. Wir haben Leute, die hier Urlaub machen und Mitglied sind. Sie fahren mit dem Zug her und leihen sich hier in Seekirchen vom Bahnhof, ist es nicht weit runter, das Auto aus. Für 4, 5 Tage auch Urlaub. Wir haben auch Businesskunden, die wirklich hier in der Region zu tun haben, mit dem Zug hierher fahren und sich hier vor Ort das Elektroauto ausleihen, bis hin zu in Hendorf am Campingplatz, dass zunehmend Personen auch ohne eigenen Auto zum Campen kommen und dann sich das Carsharing-Auto ausleihen. Unser Tipp zum Thema Carsharing. Wenn Sie in nächster Zeit darüber nachdenken, sich ein neues Auto anzuschaffen, und immer schon überlegt haben, ob sie das wirklich auszahlt, weil die Kilometerleistung nicht so hoch ist und so oft braucht man es dann auch nicht, dann denken sie vielleicht beim nächsten Mal an Carsharing. Ein Konzept, das unheimlich flexibel ist und das gerade für diese Art von Mobilität sehr viele Vorteile hat. Und der zweite Tipp zum Thema Carsharing, wenn Sie über das Thema Elektroauto und Umstieg auf Elektromobilität nachdenken, Sie aber doch nicht sicher sind, ob das in der Realität, im Alltag wirklich funktioniert, dann wäre auch Carsharing die Möglichkeit, in dieses Thema einzusteigen und da mal Erfahrungen zu sammeln. Und wenn das passt, dann kann man weiter überlegen, ob das nächste Auto nicht doch ein E-Auto ist.